So, Spiel weiterlaufen lassen und hoffen wir mal, dass jetzt Geogor noch da sind und die Händler endlich fertig sind. Warum haben wir keine Trade-Option mehr? Der Trader ist requested at the Depot. Also der Trader soll hierher kommen. Er ist gerade auf dem Weg wieder hierher, wo auch immer er gerade war. Da ist er doch. Ich dachte schon, jetzt wären die Händler wieder irgendwie durchgedreht oder abhanden gekommen oder sonst irgendwas. Ah, na also. Platin. Platin kaufe ich doch gleich mal. Da haben wir zwar schon eins von, aber je mehr, desto besser. Also eine Platin-Statue macht bestimmt gut Eindruck. Silberbarren kommen natürlich auch gleich mit. Und sonst nicht so wirklich viel Interessantes. Oh, Holz. Holz kommt alles mit. Dafür würden wir sogar 300 Zwergendollar ausgeben pro Stück. Aber das sollten wir den Menschen nicht unbedingt sagen. So. Jetzt kommen gleich ganz viele Rüstungen, die alle viel zu groß sein werden. Iron Toy Axe, Iron Toy Hammer. Die sollten wir eigentlich alle ertauschen und einschmelzen. Aber wir haben keine Kohle. Selbst mit dem Holz, das wir jetzt geholt haben, haben wir nicht genug Kohle für so eine Scherze. Nee. Aber wenn sie dabei haben Ambosse, die bringen beim Einschmelzen mich ein wenig mehr. Da können wir sowas machen. Und wenn wir irgendwo Silber Warhammer sehen, das wäre echt schick. Aber ich denke nicht, dass die Menschen so primär mit den Kriegshämmern kämpfen werden. Nee, alles nur Äxte und Cappies und was weiß ich. Und die auch noch viel zu groß. Nee, bringt uns nichts. So, Essen, Trinken haben wir genug. Leder. Leder ist schön billig. Und können wir verschnörkeln und wieder an die Menschen zurückverkaufen. Das ist okay. Holz brauchen wir nicht. Genau. Eisen, Amboss, ganz viele. Nehmen wir alle mit. Essen. Ja doch, Essen sollten wir mitnehmen. Wir sind ja immer noch nicht wirklich autark, was das Essen angeht. Also Trinken kein Problem, Essen ist immer so eine Sache. Obwohl, jetzt wo sie das bei der Herstellung vom Stoff geändert haben, dass auch Samen dabei abfallen, dass man sich also keine Gedanken machen muss, dass mal welche abhanden kommen, vielleicht haben sie auch was Ähnliches beim Essen gemacht. Dass wir jetzt Plump Hamels verkochen können und dabei bleiben Samen über. Vorher war es nur so gewesen, dass die Samen nur da geblieben sind, wenn man sie roh gegessen hat. Was natürlich recht ärgerlich ist, weil das dann noch mehr Micromanagement ist. Aber ja, das sollte man im Auge behalten. Denn sobald wir irgendwelche Pilze von uns, die wir anpflanzen können, verkochen können und die Samen nicht verloren gehen, haben wir echt gewonnen. Ansonsten müssen wir uns halt immer noch darauf beschränken, dass wir ab und an mal ein Ei von den Peregrinfalken bekommen oder von den Küken. Quatsch, von den Hühnern. Oder unsere Hundewelpen. Aber das reicht nicht so wirklich, um 50 Zwerge durchzufüttern. Obwohl das jetzt mit den Karawanen auch ganz gut klappt so. Ich meine, wir kriegen zwar jetzt die großen Wagenladungen nicht mehr, aber selbst diese kleinen haben es ja schon in Sicht. Oh, und das Garn nehme ich auf jeden Fall mit, falls mal wieder jemand durchdreht. Ich hoffe einfach mal, dass die richtige Sorte dabei ist. Es sollten eigentlich pflanzliche Fasern sein und keine tierischen. Also hier Schaf und Spinnen und sonst was. Rope Reed Fiber. Das ist aber kein Garn. Ah, diese ganzen Unterscheidungen da sind echt ein wenig nervig. Aber gut, wir haben unsere Ambosse, wir haben Leder zum Verschnörkeln, wir haben Essen, wir haben Holz. Wir haben ganz viel Käse. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann sollten wir langsam mal ein paar Sachen auf unsere Seite packen. Obwohl das nicht wirklich schwer sein dürfte auszugleichen. Ich meine, so viele Nachrichten, die reintrudeln über meisterhaft hergestellte Gegenstände. Da passt das schon. So, sind wir jetzt mit denen durch. Krücken brauchen wir nicht. Und einen bronzenen Schnitzmesser brauchen wir auch nicht. So, unser Zeug. Erstmal die ganzen Kleidungsstücke beim X. Die können alle weg. Die bringen zwar nichts, also nicht wirklich viel, aber die können weg. So, Kukonga A-Leder irgendwas. Kann weg. Die Eisensachen bleiben hier. Stoffkinkerlitzchen und Granitkinkerlitzchen. Alles weg. Weg. Und
Wir sind schon fast beim Ausgleich. So schnell geht das. Oh, Big Fibertail Shirt. Nein, die sollten wir nicht verkaufen. Die haben wir gerade erst hergestellt. Damit unsere Zwerge nicht nackig durch die Gegend laufen. Rope Reed Fiber Bracelet. Ah, da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein. Also weil Rope Reed Fiber sind ja auch die Sachen, aus denen wir unsere Kleidungsstücke herstellen. Na gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nestbox verkaufen wir auf keinen Fall. Wir brauchen unsere Eier. Bracelet, Earring kann weg. Die Socken bleiben hier, die Socken bleiben alle hier. Die kaputten gehen weg. Eine Granittrommel. 10 Zwergendollar. Na gut, nimmt alles Platz weg. Pferdelederhosen. Nein, die bleiben hier. Dünner Hundefisch, Leder, irgendwas. Was wird das sein? Ein Ohrring. Natürlich. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Und da sind die Socken. Die brauchen wir alle. Ganz, ganz viele Socken. Bracelet, Bracelet, Amulett, Amulett. Schuh. Oh, ist kaputt. Eine Schafswollkrone. Das sieht bestimmt auch sehr interessant aus. Also, einfach nur so ein kleines Käppi wahrscheinlich. Weg, weg. Wir sind schon im Plus, aber nur mit 1000. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Wir wollen ja schließlich angeben, damit mehr Leute herkommen. Also können wir unsere ganzen Altkleider auch noch loswerden. So, weg, 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 weg. Oh, und ganz viele Kinkerlitzchen. So, jetzt sind wir gleich bei 3500. 100 sind wir schon drüber. Also macht er jetzt 100% Profit. Trade. Und er ist ekstatisch. So soll das sein. Gerogon kann weg. Die ganzen Sachen können wieder zurück. Dann gucken wir gleich mal, ob der Goblin inzwischen unten angekommen ist. Und wenn nicht, dann lassen wir die Zeit einfach weiterlaufen und schauen weiter, was wir noch so alles erledigen können. Also Zoom runter, 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 runter. Runter, 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 da. Nö. Kein Goblin bisher aufgetaucht. Also auf die eine oder andere Weise. Auch keine Invasoren. Was ja auch ganz schick ist. Das könnte natürlich auch sein, wenn man zu viele Zwerge verliert, dass dann weniger Gegner kommen. Andersrum funktioniert es ja auch. Wenn man sehr viele Zwerge hat und sehr viel Wert, dann kommen natürlich auch mehr Gegner. Da hat sich rumgesprochen, dass hier schon so viele Goblins und Zwerge gestorben sind, dass nichts mehr zu holen ist. Wäre natürlich auch ganz schick. So, wir haben 9, 8 Eidler. Da müsste doch eigentlich einer dabei sein, der man den Goblin hier hinbringt. Oh, 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 ein Ambush. Ja, verflucht sollen sie sein, weil 2 Fallen fehlen. Na gut. Erstmal weiterlaufen. Die tapsen nach und nach in die Fallen. 3 Goblins sind noch über. Komm schon. Ihr könnt auch noch reinlaufen. Spätestens wenn die Menschenwachen wieder durch die Tür durch wollen, werden die Goblins vorlaufen und in die Fallen tappen. Oder sie sind einfach zu ungeduldig und tappen jetzt schon in die Fallen. Na, das ist auch okay. Das sind nämlich keine Fernkämpfer dabei. Schön, schön. Also solange jetzt nicht noch ein zweiter und ein dritter Trupp kommt, ist alles in Ordnung. Also, sobald noch 3 Goblins mehr kommen, haben wir ein Problem. Dann haben wir nicht mehr genug Fallen. Ja. Ich mach mal die Tür da unten auf. Sicher, dass ich das will. Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, kommt jetzt ein Goblin runter, ein Zwerg runter, um eine der Fallen abzuholen. Sobald dieser Zwerg die Goblins sieht, dreht er wieder um und läuft schreiend die Treppe hoch. Wie das jeder normale Zwerg machen würde. Außer er hat eine Axt in Hand. Dann würden die Goblins natürlich hinter dem Schrein ins Werk hinterherlaufen und in die Fallen tappen. Das wäre der schlimmste Fall, oder? Nee, der schlimmste Fall wäre wahrscheinlich, wenn der Zwerg hier gerade steht, die Goblins sieht, schreiend weglaufen will und in dem Moment fällt der Goblin von oben runter auf den Zwerg. Nimmt dadurch keinen Fallschaden und bringt dann den Zwerg um. Das wäre, glaube ich, der schlimmste Fall. Aber der wäre auch ziemlich unwahrscheinlich. Ich warte erstmal noch ein bisschen. Mit etwas Glück tappen die ja von alleine rein. Spätestens, wenn sie sehen, dass da ein Goblin runtergeschmissen wird und aufgespießt, dann werden sie so stinkig, dass sie ihn losstürmen und, hat sich das auch erledigt.
Nein, eine Katze wurde geboren. Sofort Spiel anhalten. Wo ist unser Stocks? Nein. Animals. Wo ist Katze? Da ist Katze. Schlachten. Haben wir noch irgendwo Katzen? Da sind noch zwei Katzen. Auch weg. Ganz schnell weg. Hunde, Hunde, Hunde. Wobei da auch nur zwei Männchen sind. Hier sind noch jede Menge Hundewelpen. Die können auch mal ein bisschen weg. So, sieht doch schon gleich viel besser aus. Kommt schon. Oh, was kommt jetzt? Das Kind Phanasul ist von einem Dämon eingenommen worden oder von einem bösen Geist. Gucken wir mal. Wo bist du hin? Da bist du. V. Folgen. Ein Crafts Dwarfs Workshop. Das ist doch okay. Er schnappt sich Knochen. Knochen. Ich glaube, das waren gerade Goldbarren. Und er fängt jetzt schon mit der Herstellung an. Also irgendetwas aus Knochen und Goldbarren. Von einem Kind hergestellt. Na, mal gucken. Vielleicht wird es hier eine Knochenharfe oder dergleichen. So, ich wollte aber immer noch zu den Goblins gucken. Runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Da. Nö, die hocken jetzt da und warten, dass die Menschen rauskommen. Und wieder ein Mandat. Na gut, machen wir die Tür auf. Der schlimmste Fall, dass jemand runter stolpert, genau wenn unser Zwerg da steht. Nehme ich mal an, das passiert einfach nicht. Und wenn doch, wäre es einfach nur tierisch lustig. So, mit etwas Glück ködern wir jetzt die Goblins rein. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal ganz kurz, was das Mandat ist. Auch wenn wir es ja eigentlich alle schon wissen. Ja, Crossbows, 3 Stück. Wir hätten gerne Wooden Crossbows 3. Deswegen haben wir so wenig Holz, wegen den ganzen doofen Armbrüsten. Ich will gar nicht wissen, wie Girogons Zimmer aussieht. Überall vollgestopft wahrscheinlich. Aber na gut. Es kommt doch kein Zwerg runter, um die Käfige abzuholen. Ich habe doch die Tür. Ah, die Tür ist auch noch zu. So, jetzt aber. Na? Oh, ein Hundeknochenbuckler. Also ein kleines Schild. Namens Gettugosch Schlimmulschen Ball. Ja, das gucken wir uns mal genau an. Artefakte war L. Und Description. Oh, das ist aber sehr spartanisch für ein Artefakt. Also natürlich alle Zwergen Handwerkskunst von höchster Qualität. Jada, jada, jada. Es ist dekoriert mit Hundeknochen und umrandet mit Bändern aus Hundeknochen. Dieses Objekt stiert voller Stacheln aus Gold. Das ist nicht wirklich beeindruckend. Also klar, ein Knochenschild, das mit Goldstacheln besetzt ist, ist schon beeindruckend. Aber normalerweise haben wir hier ja ellenlange Texte mit irgendwelchen Bildern, die noch drauf sind. Und Bildern in Bildern von Zwergen, die irgendwas hochhalten. Und da hat ein Kind nicht besonders viel Fantasie. Aber gut. Oh, da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich irgendwann noch die Minen ein bisschen weiter ausbauen. Ah, so viel zu erledigen, so wenig Zeit. Die weiterläuft, weil ich dann auch wieder Pause drücke. Oh, das Miasma hat sich aber ganz schön ausgebreitet. Was genau war das jetzt? Da in der Mitte, ups. Da in der Mitte müsste das irgendwo sein. Eine Troglodyt-Leiche. Verursacht so viel Stinkegas. Na gut. Wo ist unser Eingang? Da ist unser Eingang. Oh. Ist es irgendwas passiert, was die Goblins dazu veranlasst hat, vorzustürmen und in die Fallen zu tappen? Ah, ist doch gut. Das nutzen wir doch gleich mal für einen Cut. Und in der nächsten Folge versuchen wir, das Tempo ein wenig zu erhöhen, mit dem die Goblins hier runtergeschmissen werden. Denn wenn das so weitergeht, dann füllen sich unsere Käfige oben so sehr, dass wir keinen Platz mehr haben und neue Stockpiles einrichten müssen. Das wäre irgendwie albern.
Also vielleicht sollten wir doch anfangen, die in Massen runterzuschmeißen, auch wenn dann ab und an vielleicht mal was schief geht. Wir können ja einfach alle vorher aufstellen und einmal aussortieren, was wir an Ausrüstung dabei haben. Das habe ich bei den letzten nämlich nicht gemacht. Deswegen war ich jetzt auch immer so vorsichtig beim Runterschmeißen. Aber na gut, kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.